Hast du gewusst, dass das meistgesehene YouTube-Video zum Thema Schuhe binden falsch ist? Dieser Schuh ist falsch gebunden und der Knoten wird über kurz oder lang von allein wieder aufgehen. Dieser Schuh hingegen ist richtig gebunden und der Knoten wird halten. In dem Video zeige ich dir, warum und wie es richtig geht und als Bonus, wie es richtig schnell funktioniert. Der falsche Knoten heißt Altweiberknoten und das Band geht auf derselben Seite in den Knoten hinein, wo es ihn auch wieder verlässt. Der korrekte Knoten zum Schuhbinden ist der Kreuzknoten und ihr seht, dass das Schuhband auf der einen Seite in den Knoten hineinkommt und am Ende auf der anderen Seite des Knotens wieder rauskommt. Damit man einen richtigen Kreuzknoten bekommt, muss die Orientierung in der zweiten Knotenhälfte genau andersrum sein als in der ersten, so wie hier gezeigt. Zum Schnellbinden legen wir nach dem ersten Knoten das oben laufende Ende nach unten und das unten laufende Ende nach oben über Daumen und Zeigefinger, greifen wechselseitig durch, fassen das gegenüberliegende Band und ziehen fest. Hier noch einmal in Zeitlupe, ich habe es auch nicht beim ersten Mal geschafft. Einfach mehrmals anschauen und dann klappt es auch und geht super schnell. Wenn das Video nützlich für dich war, dann teile es mit deinen Freunden und gib mir einen Daumen, damit es mehr Leute erreichen kann. Da unten gibt es noch ein paar andere Bergsportvideos von mir zum Weiterschauen und vielleicht sieht man sich mal auf einer anderen Tour.